Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Heute dabei der Zomboni. Wuhu. Seerosenblätter, Jalapenos, Walnüsschen. Was nehmen wir noch? Nehmen wir unsere Matschbirne mit. Ja, nehmen wir unsere Matschbirne. Achso, ich habe noch einen Platz frei. Nehmen wir unseren Dubelinator auch noch mit. Und los geht's. Gleiches Prinzip wie auch die letzten Parts. Wir nehmen ein paar Sonnenblumen und halten erstmal die anderen Zombies auf. So, nur zwei Lanes, das passt. Das heißt, wir nehmen hier den Matschkürbis. Pop. Bei dem können wir jetzt Walnüsschen gleich ansetzen. Na, vielleicht bekomme ich noch einen Dublinator hin in der Zeit. Ah, doch, sieht ganz gut aus. Na super. Ach Mensch. Warum? Ich möchte jetzt quasi einmal die Matschbirne aufgeladen haben. Damit das einiges leichter geht, genau. Und zack. Ach Mann, warum? Das ist doch unfair. Kommt dann auch schon gleich die erste Welle. Und zwei. Bam. Ich glaube, ich fange ganz gut an, dass ich zuerst die Dublinatoren überall setze. Sieht auf alle Fälle richtig gut aus bis jetzt. Ich könnte mich natürlich auch täuschen und machen kompletten Fehler. Das kann auch passieren. So. So, hierfür brauchen wir quasi die Jalapeno. Gdusch. Na komm, ein paar Sonnenblumen will ich noch haben. Und hier noch einen Dublinator hinpflanzen. Genau. Oh, du hast es ziemlich weit geschafft. Nicht schlecht. Nicht gut. Nicht gut.
Wo? Nirgendwo? Okay. Hier, okay. Dusch. Da ist er, okay. Das ist gerade nicht so toll. Problem hierbei ist einfach, der kriegt den nicht platt. Oder auch doch, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja gut, es sieht aber auch gut aus jetzt. Von daher kein Problem für mich. Yay! Dachkraut, zersticht Reifen und verletzte Zombies, die drauftreten. Sehr schönes Teil, sehr schönes Teil. Ja. Da. Moment. Machen wir es so. Ja, machen wir es so. Muss reichen. Von da, okay. Kein Problem. So, jetzt muss ich aber so langsam wirklich die ersten Erbsenkanonen setzen. Weil sonst wird das nämlich nichts mehr. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Drei Wellen, ja. Gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. So wie den hier. Oder das da. Shit. Shit. Habe ich jetzt gerade ganz übersehen gehabt, aber gut. Soll vorkommen, habe ich gehört. Ich muss jetzt schon mal auf die ersten, großen Wellen vorsparen.
Das sieht doch ganz gut aus. Für die erste Welle, ja, doch. Geht immer noch besser, aber besser geht's gerade im Moment nicht. Na, es ist schon so ganz gut. Huch. So, sieht auch sehr gut aus, würde ich behaupten. Das sollte jetzt gerade nichts mehr schief gehen eigentlich. Hoffe ich. Ne, sieht ganz gut aus, ja. Doch. So, damit kommt auch schon die zweite Welle. Was ich sehr schön finde. Ja, wir können halt die Verteidigung in dem Rahmen noch ein bisschen ausbauen. Zwar nicht mehr allzu weit, aber wir können es. Sehr schön aus mit den ganzen Pflanzen. Kein Zombon dabei? Oh, schade. Schade, schade. Haben sie sich den für die letzte Welle aufgehoben? Ja, damit haben wir da auch schon mal wieder einiges abgeschlossen. Ich möchte jetzt quasi dann hier noch die ganzen Sachen einmal austauschen. Auch eine gute Idee, jetzt das Ganze so zu machen. Das eins weiter nach vorne zu setzen, genau. Das heißt, das da, das da. Den hier. Das und das da. Genau.
Das, das da. Da ein Seetang. Ja doch, sieht gut aus. Ja, und das sollte dann auch da alles gewesen sein, gleich hier. Ah, Kacke, verpflanzt. Ja. Passiert, passiert. Ich könnte den ja jetzt auch so lange hinhalten, bis ich hier mein... für das nächste Achievement hier alles zusammen habe, aber nee. Oh, tolles Teil. Zunderholz. Erbsen, die hindurchfliegen, werden zu Feuerbällen. Und ich würde sagen, das war's für den heutigen Part. Wir sehen uns beim nächsten, das nächste Mal. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.